So, pünktlich um 16 Uhr geht es dann auch los. Ich mache mal hier die Kamera dazu, dann sehen Sie auch, mit wem Sie es zu tun haben. Ja, herzlich willkommen zu dem heutigen Webinar von FreeStocks. Mein Name ist Stefan Behleit und heute soll es darum gehen, wie Sie beim US-Aktienhandel eine Menge Geld sparen können. Das wollen wir uns jetzt gleich mal angucken. Die Antwort darauf gebe ich Ihnen jetzt auch gleich schon. Mich würde gerade tatsächlich mal interessieren, ob man mich gut hören und gut sehen kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir mal gerade in den Chat eine kleine Notiz hier geben. Dann haben Sie da sich auch schon mal mit der Bedienung vertraut gemacht. Grundsätzlich gilt für dieses Webinar, dass Sie gerne zwischendurch Fragen stellen können. Wenn die Fragen kurz und knackig zu beantworten sind, mache ich das gerne zwischendurch. Ansonsten gerade auch ganz kurz der Hinweis, es geht nichts verloren. Super, danke für das Feedback. Danke, danke, perfekt. Man scheint mich gut zu sehen und gut zu hören. Keine Frage geht verloren. Nutzen Sie einfach den Chat. Es wird hinterlegt. Sollte die Frage ein bisschen ausführlicher beantwortet werden müssen, dann mache ich das anschließend per Anruf oder per E-Mail. So, ich hoffe, Sie hatten Gelegenheit, sich den Risikodisclaimer gerade noch ein Stück weit durchzulesen und dann wollen wir jetzt auch schon direkt in unser Webinar starten. Also, was ist FreeStocks überhaupt? Fangen wir mal ganz kurz damit an. FreeStocks ist ein Produkt von WH Self Invest. WH Self Invest ist ein mehrfach ausgezeichneter Broker, der seit über 26 Jahren auf dem Markt ist, also ein absolutes Urgestein auf dem Markt. Und der hat oder beziehungsweise unterhält sechs Büros in sechs verschiedenen Ländern: Deutschland, Niederlande, Frankreich, Tschechien, Quatsch, Tschechien, Schweiz und Belgien und Luxemburg. Die Spezialisierung von FreeStocks liegt dabei auf den Handel auf US-amerikanische Aktien in Klammern und Optionen. Und wie gesagt, der Broker WH Self Invest hat da verschiedene Produkte, unter anderem FreeStocks. So, erstmal dann die Frage, warum eine Spezialisierung auf den US-amerikanischen Aktienmarkt und warum sollte man hier überhaupt handeln? Es ist die reine Größe und die Liquidität. Es ist der größte Aktienmarkt der Welt. Die Hälfte der kompletten gehandelten Volumens findet an den amerikanischen Aktienmärkten statt. Das sind zwischen 200 bis 300 Milliarden US-Dollar täglich nur an der NYSE und NASDAQ, also an den beiden größten Börsen in Amerika. Die regulatorischen Rahmenbedingungen sind in Amerika gut. Die Überwachung durch die SEC, also das ist die Aufsichtsbehörde in Amerika, die da auch sehr streng durchgreift. Und die Innovationskraft. Amerika ist einfach ein extrem interessanter Markt. Viele innovative Unternehmen sind dort ansässig. Ich nenne nur mal ein Stichwort KI. Also wenn ich jetzt mal an die großen Überflieger der letzten Monate denke, wie Nvidia, alles US-amerikanische Werte. So, keine Angst, wir sind nicht am Ende der Präsentation angekommen. Das, was ich jetzt mit Ihnen machen möchte, ich entführe Sie jetzt gerade ein Stück weit auf unsere Seite auf www.freestocks.de. Denn hier wollen wir jetzt mal direkt der Frage nachgehen, warum Sie hier sind. Denn Sie wollen ja wissen, wie Sie beim Handel auf US-Aktienmärkte eine ganze Menge Geld sparen können. Und ich komme mit der Antwort auch direkt um die Ecke. Und zwar, indem Sie nicht einen einzigen Cent Kommission dafür zahlen. Also Sie haben richtig gehört. Also FreeStocks ermöglicht einen komplett kommissionsfreien Aktienhandel. Und jetzt kommt das eigentlich wirklich Besondere. Ich gehe mal hier drauf. Wir haben hier einen kleinen Broker-Vergleich vorbereitet. Wir haben hier jetzt noch ein paar gängige Mitbewerber einfach abgebildet. Und es gibt den einen oder anderen Anbieter, der auch einen kommissionsfreien Handel für sich deklariert. Die machen es dann aber einfach über den Spread. Das bedeutet, die Spreads werden leicht angehoben. Es wird also nicht der Börsenspread weitergegeben, sondern werden dann ein paar Cents bis hin zu mehreren Dollar Cents Spread einfach aufgeschlagen. Und dann wird halt einfach darüber die Gewinne und Umsätze erzielt. Was auch nicht weiter verwerflich ist. Jeder muss da irgendwo sein Geld verdienen. Und wenn ich Ihnen sowas auch hier zeige, dann bitte nicht mit der Intuition da irgendjemanden schlecht zu reden. Es sind einfach andere Geschäftsmodelle.
Und bei Free Stocks ist halt einfach das Interessante, wir arbeiten weder mit Kommission noch mit Spread-Anpassung und sie werden trotzdem immer nach der NBBO-Regel ausgeführt. Das heißt also, selbst der ein oder andere, der glaubt, ja, okay, dafür habe ich aber dann Nachteile in der Ausführung, nein, das kann ich Ihnen mal direkt sagen, dem ist nicht so. Die NBBO-Regel, also für diejenigen unter Ihnen, die nicht wissen, was das ist die National Best Bid and Offer-Regel. Bedeutet, Sie müssen nach dem Börsenplatz ausgeführt werden, der den besten Preis anbietet. Man kann sich das so vorstellen, in Amerika gibt es halt ganz, ganz viele Börsenhandelsplätze. Das ist nicht nur die NYSE und die Nasdaq, das sind die beiden größten. Oder die Cboe, das ist auch noch eine sehr große. Es gibt auch viele kleine. Und je nachdem, wo, an welchem Handelsplatz die Aktie jetzt gerade zum besten Briefkurs angeboten wird, da werden sie auch automatisch hingeroutet. Gibt ganz, ganz viele Anbieter, die nach NBBO-Regel ausführen. Das ist auch alles tipptopp. Naja, und dann gibt es natürlich auch noch die Market Maker, die dann eben halt die Gegenposition zu ihnen einnehmen. Das heißt also im Grunde genommen dann eine Gegenwette eben halt auf ihre Position einnehmen. Ja, und das ist Free Stocks. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, wenn Sie keine Kommission verlangen, wenn Sie keine Spread-Anpassung machen, Echtzeit-Marktdaten ebenfalls umsonst mit dabei, immer noch NBBO-Ausführung. Wie verdienen Sie eigentlich Ihr Geld? Das ist so eine Frage, die normalerweise auf den Messen dann immer direkt mal im Anschluss kommt. Und die möchte ich Ihnen auch gerne direkt beantworten. Wir gehen mal hier oben auf unserer Seite auf den Bereich Store. Die Idee hinter Free Stocks ist die folgende. Der Handel soll nach höchsten Qualitätsrichtlinien stattfinden, NBBO-Regeln, Echtzeit-Marktdaten etc. pp. Aber wir hoffen natürlich darauf, dass Ihnen unser Produkt so gut gefällt, dass Sie sich für eines unserer Zusatzprodukte entscheiden. Das bedeutet, wenn Sie kostenlos Aktien handeln möchten, können Sie das tun. Wenn Sie dann aber gerne den deutschsprachigen Support in Anspruch nehmen möchten, ohne Warteschleife, dann brauchen Sie ein sogenanntes Full-Service-Paket. Das sehen Sie hier auf der linken Seite. Wenn Sie gerne ein Demo haben möchten, was niemals abläuft, brauchen Sie das Full-Service-Paket. Wenn Sie einen Hebel sich freischalten möchten, dann brauchen Sie das Full-Service-Paket. Also Sie merken schon, worauf ich hinaus will. Bei uns arbeiten wir einfach rentabel, indem wir diese Zusatzprodukte anbieten. Die sind jetzt auch nicht furchtbar teuer. Man kann sich das hier angucken. Das sind 9,99 € im Monat umgerechnet. Das zahlt man für ein Jahr im Voraus. Und dann hat man all diese Vorteile sofort und direkt freigeschaltet. Das heißt, Sie können uns anrufen. Es geht auch direkt einer in deutscher Muttersprache ans Telefon. Sie haben den zweifachen Overnight-Hebel und den vierfachen Intraday-Hebel. Bedeutet, wenn Sie, also mal ganz schnell gerechnet, $1.000 an Equity haben, können Sie Intraday für $4.000 Aktien kaufen und halten und Overnight dann eben halt für $2.000. Das ist eine tolle Sache zu extrem günstigen Konditionen, vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, wir haben die Seite gerade eben schon gesehen, dass der ein oder andere Anbieter tatsächlich um die $2 an Kommission pro Trade beziehungsweise Aktie nimmt. Dann können Sie sich vorstellen, dass selbst hier mit diesen 9,99 € völlig ohne Kommission, völlig ohne Spread-Anpassung, wie viel Geld man hier an der Stelle sparen kann. Und da sind wir wieder beim Thema des heutigen Webinars. Dann das nächste Paket, was Sie hier jetzt auf der rechten Seite sehen, das ist das sogenannte Optionspaket. Denn mit Free Stocks haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, Optionen auf US-Aktien zu handeln. Hier kommen wir jetzt allerdings auch noch um eine kleine Erhöhung nicht ganz drum herum. Also das kostet dort umgerechnet 13 € im Monat. Ganz einfach deswegen, weil die US-Börsen für die Kurse von Optionen auch nochmal Geld nehmen. Also die machen das auch nicht alles komplett umsonst. Um hier diese Preisstruktur aber so anbieten zu können, weil es ist tatsächlich unterm Strich nur 3 € mehr als das Full-Service-Paket, hat aber bereits alles inklusive, was auch das Full-Service-Paket hat.
brauchen wir ein bisschen Planungssicherheit. Das bedeutet, wir haben hier einfach einen Mindesthorizont von 3 Jahren. Das zahlt man also auch hier einmalig dann für 3 Jahre und dann haben Sie quasi für umgerechnet 13 Euro auch noch zusätzlich die Möglichkeit, Optionen zu handeln. Wobei eines sei hier noch gesagt, das Angebot richtet sich definitiv an erfahrene Optionshändler, weil es gibt hier wenig bis keine Hilfsmittel jetzt innerhalb der Plattform, die da jetzt auch Neuankömmlingen den Einstieg für Optionen ein bisschen einfacher machen. Wir bieten da Möglichkeiten im Rahmen unseres Webinars und Seminarsangebots, aber definitiv der Fokus hier auch an Optionshändler, die ein bisschen Erfahrung mitbringen. Ist natürlich ein Riesenpotenzial, was auch hier schlummert. Stellen Sie sich vor, auch hier nicht einen Cent Kommission, nicht einen Cent Spread-Anpassung. Das sind natürlich wirklich ganz hervorragende Rahmenbedingungen. Und dann gibt es noch ein bisschen mehr bei uns. Das sind dann unsere sogenannten Stockboxen. Und das sind dann die letzten beiden Zusatzprodukte, die wir anbieten. Und jetzt können Sie auch hier für einen absolut unschlagbaren Preis, muss man sagen, für 149 Euro bekommen Sie im Grunde genommen einen vollwertigen Mandatsservice. Das heißt, was passiert hier? Bei der Stockbox geben Sie das Zepter aus der Hand und kaufen jetzt nach einer ganz bestimmten Strategie, da gehe ich jetzt gleich noch drauf ein, lassen Sie Aktien kaufen von uns. Also das machen wir. Da machen Sie jetzt selber an der Stelle gar nichts mehr. Deswegen Mandatsservice. Und warum heißt sie unsere Nobelpreisstrategie? Weil wir hier nach dem sogenannten Aktienmomentum kaufen. Also die Top-Performer des letzten Monats werden in ihr Portfolio eingebucht und dann entsprechend mitgehandelt. Der dieses Aktienmomentum nicht erfunden, aber gefunden hat, das ist der Professor Eugene Farmer. Der hat dafür einen Nobelpreis gekriegt, dass er dieses Momentum ausgemacht hat. Und deswegen heißt sie bei uns auch Nobelpreisstrategie. Das ist unsere Stockbox, die haben wir jetzt schon ein bisschen. Das heißt, da haben wir jetzt zwischen 2016 bis 2023 hat das Musterdepot 246% Rendite erzielt. Also wirklich hervorragende Zahlen. Wenn Sie hier draufklicken, dann sehen Sie auch im Einzelnen die Equity-Kurve. Schauen Sie sich das gerne mal an. Also für 149 Euro einen vollwertigen Mandatsservice ist ebenfalls ein absolut unschlagbares Angebot. Dann haben wir jetzt noch, weil unsere Nobelpreis-Stockbox so gut gelaufen ist, noch eine weitere Stockbox ins Leben gerufen. Das ist unsere sogenannte KI-Stockbox. Die sehen wir jetzt hier rechts. Die funktioniert nach im Grunde genommen dem gleichen Prinzip. Also auch hier werden wieder nach dem Momentum Aktien gekauft, aber, und das ist die Besonderheit, nur Aktien, die im KI-Bereich tätig sind, die da also ihren Schwerpunkt setzen. Also Beispiel Nvidia war jetzt eigentlich immer mit dabei. Ja. Hier kann ich jetzt nicht mit ganz großen, langen Zahlen aufwarten, weil diese Stockbox haben wir jetzt ungefähr ja, ein Dreivierteljahr, bald ein Jahr. Das heißt, hier habe ich jetzt nicht die ganz großen, langen Renditeergebnisse. Aber in der Zeit, wo wir diese Stockbox ins Leben gerufen haben, performt sie also phänomenal. Ja. Schauen Sie sich das mal an, wie hier die Renditekurven laufen. Bis Mai 2024 haben sie hier schon über 40% Rendite, 40% Rendite in knapp etwas mehr als einem halben Jahr. Also, das ist wirklich phänomenal, was diese Stockboxen da an Möglichkeiten bieten. Schauen wir mal, ob es jetzt genauso weitergeht. Wir haben hier rechts noch ein Backtest-Ergebnis eingebaut. Also hier sieht man jetzt auch, selbst wenn man diese KI-Stockbox gehandelt hätte, noch bevor KI überhaupt ein Thema war. Es gibt natürlich jetzt auch, Nvidia beispielsweise hat ja auch vorher schon Geld verdient, nur hauptsächlich dann mit Grafikkarten. Selbst wenn man da diesen Momentum eben halt dann gehandelt hätte, dann wäre auch selbst da eine sehr, sehr stabile Renditekurve bei rausgekommen. Ja, und das können Sie hier zusammen mit Free Stocks tun. So, jetzt habe ich Ihnen mal gesagt, was Free Stocks eigentlich ist, was man da macht und warum man hier eigentlich so viel Geld sparen kann, denn viel günstiger als umsonst handeln geht halt nicht. Und jetzt möchten Sie bestimmt wissen, wie sieht das denn Ganze aus? Wo ist denn
Der Haken, warum ist das denn irgendwie so eine Handy-Plattform oder wo handle ich da drauf? Und nein, sie handeln hier auf unserer Webplattform. Das ist eine Eigenentwicklung, ein Trader. Ich habe hier gerade schon mal was aufgemacht. Ich habe jetzt gerade kurz vor dem Webinar zwei, drei Werte gekauft. Ich habe einfach mal American Airlines verkauft, Nvidia gekauft und Dell gekauft. Oh, Dell geht gerade nicht so gut, aber Nvidia mit 88 Cent im Plus. Na gut, aber ich wollte Ihnen gerne einmal die Plattform auf jeden Fall auch zeigen. Also wir sind jetzt hier im Account-Bereich, bedeutet, hier sehen Sie unsere aktuell laufenden Positionen, also American Airlines, Nvidia, Dell. Hier sehen Sie dann die entsprechenden Orders und wann ich die aufgegeben habe. Können wir uns hier mal kurz angucken hier. Um wie viel Uhr? Also knapp 12 Minuten vor dem Webinar habe ich die gekauft bzw. verkauft und wollte Ihnen dafür das Ganze einmal zeigen. Ja, hier kommen Fragen rein, die möchte ich gerne zwischendurch beantworten. Für die Boxen braucht man ein zweites Konto. Ja, richtig. Das ist nicht mit einem selbst handelbaren Konto vereinbar. Also eine Sache gehört auch noch zur Wahrheit dazu. Die Stockboxen, ich gehe nochmal zurück. So, Entschuldigung, ich gehe auch gleich wieder auf die Plattform, aber das hier soll ja auch ein Webinar zum Mitmachen sein, deswegen schlage ich nochmal gerade die Rolle rückwärts. Sie brauchen zwingend ein eigenes Konto für eine Stockbox. Das ist ein Mandatservice, das heißt, wir kaufen diese Aktien nach dieser Strategie, nach dem sogenannten Momentum in Ihr Portfolio. Das geht aber nicht, wenn Sie da eingreifen, dann hören wir auf. Wenn Sie selber noch ein Handelskonto haben möchten, also selber noch ein bisschen US-Aktien kommissionsfrei handeln möchten, dann brauchen Sie noch ein zweites Konto dafür, ganz einfach. Und an dem kommissionsfreien Handel, das funktioniert bei den Stockboxen nicht. Also deswegen, das meine ich, das gehört zur Wahrheit dazu. Hier kommen wir tatsächlich um eine kleine Kommission von 0,0035 Dollar Cents je Aktie nicht herum. Also da müssen wir einfach eine kleine Kommission haben an der Stelle, sonst würden wir jetzt mit einem reinen Mandatsservice von 149 € im Monat jetzt auch nicht wirtschaftlich arbeiten an der Stelle. Also das sei noch gesagt, das möchte ich nicht verheimlichen da an der Stelle. Pro Box ein Konto, genau richtig. Also wenn Sie, wir haben Kunden, die haben drei Konten. Also die haben zum einen die Nasdaq-Stockbox, zum anderen die KI-Stockbox und dann noch eins zum selber handeln. Also das ist durchweg möglich. Die Stockboxen sind ja an für sich auch ohne großen Supportaufwand. Also da brauchen Sie jetzt auch kein Full-Service-Paket in aller Regel. Ich meine, wir freuen uns, wenn Sie es abschließen, aber wirklich brauchen tun Sie es wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir haben viele Kunden, die entscheiden sich dann für beide Stockboxen, haben dann zwei Konten und schließen dann für das selbsthandelnde Konto dann noch das Full-Service-Paket ab. Das heißt, man kann uns anrufen, das selbsthandelbare Konto hat dann auch den Hebel freigeschaltet und das ist so eine ganz beliebte Kombination tatsächlich dann unter den Kunden. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück in die Plattform. So, die nächste Frage will ich dann nochmal direkt beantworten. Wird das Konto in US-Dollar geführt und wird es verzinst? Ja, das Konto wird in US-Dollar geführt. Nein, es wird nicht verzinst. Wir konvertieren den Betrag, den Sie überweisen, einmal in US-Dollar, weil dadurch, dass wir nur US-amerikanische Werte handeln, konvertieren wir auch genau einmal. Das heißt also, manchen Anbietern wird jedes Mal für eine Transaktion konvertiert, aber dann zahlen sie jedes Mal Konvertierungsgebühren. Das ist Quatsch. Bei uns wird eh alles in US-Dollar gehandelt. Heißt, wir konvertieren einmal den Betrag, den sie überweisen, oder ein zweites Mal, wenn sie ein zweites Mal überweisen, und dann wird ja eh alles nur noch in US-Dollar gehandelt. Und dann eben halt zurück transferiert in Euro, in dem Moment, wo sie dann beispielsweise eine Auszahlung vornehmen oder sowas. Jetzt möchte ich Ihnen aber ganz kurz einmal, bevor ich jetzt hier noch weiter auf Verzinsung und US-Dollar und Konvertierung und so weiter eingehe, möchte ich Ihnen ein bisschen die Plattform zeigen, sonst lässt uns nämlich hier die Zeit, läuft uns da etwas aus den Fingern. Und zwar haben Sie hier die Möglichkeit, beispielsweise, ich sehe oben sogenannte Workspaces einzurichten. Also Sie können auch hier oben über unser sogenanntes Burger-Menü, die Sprachen einstellen, also das ist jetzt alles auf Deutsch eingestellt. Sie könnten auch Englisch, wie Sie sich wohler fühlen. Schauen wir doch mal gerade hier oben in meinen Reiter Nvidia. Hier sehen wir jetzt hier oben den Kaufpreis eingezeichnet, wo ich gekauft habe vorhin und dann eben halt hier den entsprechenden Verlauf. Sie können hier über Zeichenwerkzeuge relativ schnell Analysen durchführen. Sie können hier über unser Reagenzglas
direkt mal Studien einführen. Wir können ja hier mal zum Oszillator mal gerade einmal rein. So, also da sind verschiedenste Studien bereits vorinstalliert, die Sie sich hier rein legen können. High Low Volatility vielleicht nochmal drüber. So, das heißt, hier haben wir jetzt zwei Studien übereinander laufen. Da können Sie auch noch theoretisch noch mehr machen oder eben halt wieder auf den Klick, nehmen wir den Oszillator nochmal raus, wollen jetzt nur das High Low Volatility eben halt sehen an der Stelle. So. Und dann entsprechend Ihre Analysen sich angucken. Sämtliche Studien sind kostenlos direkt in der Plattform verfügbar und vorhanden. So, Sie haben auch mehrere Möglichkeiten zu sagen, ich mache jetzt hier Chartanalyse. Machen wir doch einfach mal, was gucken wir uns denn an? Tesla. Machen wir uns einen neuen Arbeitsbereich, nennen den ganzen Tesla und ziehen über ganz einfach über unsere Drag-and-Drop-Logik hier oben über Markt, fassen das Ganze an, ziehen es runter, machen das nochmal, legen uns das auf die linke Seite und jetzt wollen wir uns was angucken? Wir wollten uns Tesla angucken. Das machen wir auf der rechten Seite nochmal. Denn was wollen wir machen? Wir möchten eine Analyse durchführen, bevor wir jetzt hier einen Kauf oder Verkauf eingehen. Und zwar einmal in dem großen zeitlichen Kontext und einmal in dem kleinen zeitlichen Kontext. Hier haben wir jetzt 5-Minuten-Kerzen und hier haben wir jetzt Tageskerzen. Das heißt, hier geht es jetzt gerade zurück bis Juni 23 auf diesem Chart. Wir können hier auch reinzoomen. Oder auch hier unten noch weiter zurückgehen. Also Sie haben hier auch schon historische Daten inklusive. Jetzt beispielsweise gerade bis Mai 2020 und noch mehr ist möglich. So, jetzt können Sie das Ganze in den großen zeitlichen Kontext setzen. Hier haben Sie jetzt eine 5-Minuten-Kerze, hier haben Sie eine Tageskerze oder machen wir alternativ vielleicht eine 2-Stunden-Kerze. Und so kann man jetzt parallel nebeneinander mehrere Chartanalysen laufen lassen, die ich jetzt sogar noch unabhängig mit irgendwelchen Indikatoren versehen kann. Ja? Und das ist wirklich total spannend, weil das ist alles sofort in der Plattform vorhanden. Ob Sie sich jetzt für ein Service-Paket entscheiden oder auch nicht, völlig egal. Und das Kaufen ist auch total einfach. Also wenn Sie jetzt hier einfach hingehen, wir können ja noch mal bei Nvidia was dazu kaufen. Was halten Sie davon? Klicken einfach hier oben auf Kaufen, öffnet sich hier unten das Order-Ticket. Was wollen wir machen? Wir wollen noch 5 weitere dazu haben. Sagen bestätigen, senden. Dann müssen wir noch ein letztes Mal bestätigen. Und dann kriegen wir auch schon oben jetzt die Meldung platziert und unser Limit wurde direkt gefüllt. Das heißt, wir haben 5 weitere Aktien gekauft. Gleiches natürlich mit Verkaufen, beziehungsweise es besteht auch die Möglichkeit, hier unten über das Plus dann direkt OCO-Verknüpfung, also one cancels the other, also ein Take Profit und ein Stop Loss einzufügen und dementsprechend dann in der Plattform sich auch direkt Folgeaufträge zu platzieren. Ihre Aufträge können Sie, also Ihre Orders können Sie dann auch alle direkt hier verwalten, stornieren, Preisniveaus ändern. Hier haben Sie Ihre Trade-Historie und. Also Sie haben unglaublich viele Möglichkeiten, Ihnen jetzt die ganze Plattform zu zeigen, würde den Rahmen dieses Webinars etwas sprengen. Aber Sie haben beispielsweise auch ein Trading-Tagebuch kostenlos mit dabei, was Sie mitnutzen können. Sie haben hier die historischen Daten, die Sie noch abgreifen können. Und Sie haben die Möglichkeit, auch hier direkt aus der Plattform heraus sich Ihre Kontoauszüge zu erstellen, um dann eben halt die Bewegung Ihres Kontos auch noch weiter nachzuvollziehen. Alles direkt, super übersichtlich an der Plattform. Einen letzten Trick möchte ich Ihnen noch zeigen, weil der auch wirklich cool ist, muss man sagen. Mal angenommen, wir unterscheiden unsere Stocks jetzt mit beispielsweise Penny Stocks und größeren Werten. Ja, dann wird irgendwann unsere Accountleiste ziemlich voll, weil wir was weiß ich, 25 verschiedene Penny Stock Werte handeln und nur 5 großvolumige Aktien. Hat man hier die Möglichkeit über einen sogenannten Widget. Wir sagen jetzt einfach mal, Penny Stocks sind unser Widget orange. So, da gucken wir uns irgendeinen Penny Stock an der Stelle. Wir können hier also auch Watchlisten uns anlegen. Da können wir dann mal schauen. Schauen wir uns jetzt mal einen Index an, im Russell 3000, würde ich sagen. Sortieren einfach mal gerade nach Preis.
Dann können wir jetzt hier zu den verschiedenen Preisen einfach mal für, was weiß ich kenne die jetzt nicht, Esperion Therapeutics, für 2,38 Dollar könnten wir jetzt hier mit unserem rosanen oder sagen wir jetzt mal roten Widget eben halt entsprechend kaufen. Und in dem Moment, wo wir dann in unserer Account-Übersicht auf unseren roten Widget springen würden, haben wir dann nur noch diejenigen, die wir mit dem roten Widget gekauft haben, also die wir dort zugeordnet haben. Das schafft eine unglaubliche Transparenz und Übersichtlichkeit, weil mal angenommen, die anderen wären jetzt einem orangenen Widget zugeordnet, würden wir jetzt auf einmal alle nur noch unsere Nvidia-Aktien sehen oder eben halt, wenn wir anlinken, dann natürlich alle. Aber so können Sie selber sagen, ja, ich möchte hier jetzt ein bisschen Ordnung einfach in meinem Portfolio schaffen. Das hat jetzt die Zuordnung rot, das hat die Zuordnung blau. Und so können Sie sich Ihre eigene Logik schaffen und eben halt dann auch entsprechend Ihr Portfolio aufbauen. Und immer auch den Überblick darüber behalten. So, jetzt kommen hier noch gerade ein paar Fragen rein. Ich gucke mal gerade, ob die schnell beantwortet sind. Da sind jetzt noch Fragen zur Stockbox, ob man auch den Handel aussetzen kann. Ja, das geht. Also, Sie bekommen von uns bei den Stockbox-Service eine E-Mail zugeschickt und die müssen Sie jedes Mal mit Ja oder Nein beantworten. Also, ob Sie kaufen möchten, ja oder nein. Das sind zwei Knöpfe, da müssen Sie draufklicken. Eine Sache sei kurz erwähnt, Sie müssen nicht auf Ja oder Nein klicken. Mal angenommen, Sie klicken auf oder Sie klicken gar nicht, weil Sie die E-Mail nicht mitbekommen haben, dann werden wir trotzdem die Position für Sie einnehmen. Sie müssen also wirklich aktiv widersprechen, wenn Sie jetzt einen Monat beispielsweise aussetzen möchten. So, dann haben wir hier noch weitere. Es gab jetzt auch zwei, drei Leute, die IT-Probleme hatten. Ja, es wird eine Aufzeichnung geben. Auf unserer Mediathek auf YouTube werden Sie von diesem Webinar eine Aufzeichnung sehen. Da können Sie alles nochmal nachgucken. Genau. Den Optionshandel, den kann ich jetzt gerade leider nicht zeigen. Ich habe keine Optionsdemo jetzt gerade hier parat, aber das ist eigentlich schon ein gutes Stichwort. Das zeige ich Ihnen noch gerade. Sie können sich hier oben auf unserer Homepage, gehen wir nochmal kurz zurück, ein kostenloses Demokonto anfragen. Das geht hier unten. Das heißt, wenn Sie sich selber mal ein bisschen noch mit der Plattform auseinandersetzen möchten, wir haben da auch Tutorial-Videos, die sind von mir übrigens, sich da noch ein bisschen in die Plattform einarbeiten wollen, sich das ein oder andere mal angucken wollen, bevor Sie jetzt sagen, dass ich ein Konto eröffne, dann können Sie sich hier eine ganz einfache Demo herunterladen. Für diejenigen unter Ihnen, die an dem Optionshandel interessiert sind, die Optionsdemo bekommen Sie hier nicht. Wir haben ein limitiertes Angebot an Optionsdemos. Wir betreiben die mit einem relativ großen technischen Aufwand. Die dürfen Sie sich bei uns aber anfragen. Das heißt, ich gehe jetzt auch mal gerade hier zurück in meine Präsentation. Der letzte Punkt heißt nämlich, sind noch Fragen offen geblieben? Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an die info@freestocks.com oder rufen Sie uns an. Fragen Sie sich eine Optionsdemo an, beziehen Sie sich auch gerne auf dieses Webinar. Und sobald, also wenn wir direkt eine Lizenz frei haben, sollen Sie auch direkt eine haben. Ansonsten bekommen Sie im Anschluss dann direkt eine Optionsdemo von uns und können auch das Thema Option sich angucken. Das sind ganz normale Optionsketten eben halt, die da aufgezeichnet sind. Es lassen sich verschiedene Strategien eben halt da auch fahren. Und das, was es im Optionsbereich nicht gibt, sind die Griechen, die sogenannten, also das Delta können Sie da jetzt nicht einsehen, aber auch hier haben Sie die Möglichkeit, komplett ohne Kommission und ohne Spread-Anpassung zu handeln. So, jetzt schaue ich nochmal in die Fragen. Da kommen jetzt nämlich noch weitere. Was kostet die Auszahlung aufgrund der Währungsumrechnung? Also, wir haben eine Gebühr in Höhe von 0,3% plus eben halt das, was die Bank nimmt. Also es handelt sich um eine ganz normale Bankkonvertierung. Konvertieren tut die Bank BIL, also die Bank International Luxembourg. Ganz einfach aus dem Grund, weil die mit Abstand den besten Ausführungskurs hat. Also keine deutsche Bank war auch nur annähernd so gut wie die. Und dann konvertieren wir den Betrag in US-Dollar. 0,3% ist das aber, was es effektiv kostet. Also das behalten wir ein an der Stellung. So eine Auszahlung selber kostet auch ein bisschen Geld.
Das ist auch tatsächlich, also ich zeige Ihnen hier sonst vielleicht auch dann noch mal gerade etwas. Und zwar schieben wir uns noch mal die Seite rein. Und dann müssen wir aber auch hier zu einem Ende kommen. Wir haben schon etwas überzogen an der Stelle. Hier oben im Kundenbereich können Sie sich unser Preis-Leistungs-Verzeichnis angucken. Hier sehen Sie eine sehr detaillierte Zusammenfassung zu dem kostenlosen Modell, dann das Full-Service-Paket und dieses Optionspaket. Die einzige Gebühr, die wir im komplett kostenfreien Modell haben, ist eine Auszahlungsgebühr. Das sehen Sie hier. Das bedeutet, wenn Sie hoffentlich ganz viele Aktien mit uns gehandelt haben und wir nicht einen einzigen Cent daran verdienen durften, weil Sie es nur mal kostenlos gemacht haben, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn Sie sich dann irgendwann Ihre Gewinne auszahlen lassen, dann möchten wir gerne $50 davon abhaben. Unabhängig von dem Betrag, den Sie sich auszahlen lassen. Also Sie können 5.000 bis 10.000 Dollar Gewinn gemacht haben auf 2 bis 3 Jahren, wie auch immer. 50 Euro beziehungsweise $50 am Ende des Tages möchten wir gerne einmal davon abhaben. Wobei auch hier sich diese Gebühr bereits auf $15 reduziert, dann in Verbindung mit dem Full-Service-Paket. Schauen Sie sich das alles gerne auch mal in Ruhe an. Wir müssen jetzt hier gerade an der Stelle einmal zum Ende kommen. Und ich bedanke mich für Ihr reges Interesse. Schau, es sind ja noch schnelle dabei. So, die Erklärvideos zu der Plattform sind verfügbar. Ja, einfach auf YouTube. Schauen Sie mal auf unserer Mediathek auf YouTube. Da ist eine Tutorial-Reihe, finden Sie sofort. Tutorial-Demos verstehe ich jetzt nicht. Gibt es Tutorial-Demos? Gibt es jetzt keine, aber es gibt natürlich Demos. Also hier einfach oben auf unserer Seite kostenloses Demokonto, ganz hier unten. Die Demos übrigens eine Woche lang gültig. Also können Sie eine Woche lang testen. Sie können sich aber, wenn das nicht reicht, auch gerne noch eine zweite Demo anpassen. Alles klar. Ja, an der Stelle nochmal vielen lieben Dank, aber länger als eine halbe Stunde soll das Webinar hier heute eigentlich nicht gehen. Ich freue mich darüber, wenn Sie Fragen haben. Aber nehmen Sie unsere Einladung an, schicken Sie uns gerne eine E-Mail. So, machen wir uns das hier nochmal groß. So, beziehen Sie sich gerne auf das Webinar. Wir helfen Ihnen gerne weiter und beraten Sie auch gerne. Und dann freuen wir uns, wenn wir Sie demnächst bei FreeStocks begrüßen dürfen. Dankeschön und einen schönen Abend noch. So, vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Sie werden noch am Ende des Webinars gefragt, wie es Ihnen gefallen hat. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie da noch kurz reinschreiben, wie es Ihnen gefallen hat. Da bin ich immer ganz dankbar, auch über konstruktive Kritik übrigens. Danke, danke und schönen Abend.